Oh. Hey, ihr da. Was? Ja, ihr. Wie ich. Hättet ihr einen Moment für ihn? Für ihn? Er wäre euch sehr dankbar. Wer, was? Wer wäre mir dankbar? Na, er. Kurmai Katsa-Ortata-Kayape. Was bitte? Was wollt ihr? Eure Hilfe. Sagt, habt ihr gute Augen? Nee, ich trage eine Brille. Gut, sehr gut. Also lasst ihn es kurz machen. Er benötigt Hilfe bei der Suche nach Eiern. Nach vielen Eiern. Und er will, dass ihr ihm helft, sie zu finden. Ach du meine Güte, das war ja der Typ. Jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Ihr seid ein Sternling, nicht wahr? Ein Halbsternling, ja. Aber er kommt nicht aus Anku, wie seine Brüder und Schwestern aus Nerem. Was er sehr bedauert. Diese Welt ist so schmutzig, so laut. Aber tja, was soll man machen? Man ist, was man ist. Mhm. Sehe ich aus wie eine Henne? Es sind keine gewöhnlichen Eier, die ich suche. Okay. In vielen anderen Ländern wie auf Nerem oder Kyra werden sie zu Briefvögeln herangezogen. Mhm. Wie die Myraden hier, bloß viel flinker und kleiner. Er will Briefvögel heranziehen für eine besondere Aufgabe, die er euch nicht verraten kann. Also, werdet ihr einem alten Sternling helfen? Die Urväter würden es euch vergelten, da ist er sich sicher. Warum könnt ihr mich nicht verraten? Was? Warum könnt ihr mir nicht verraten, wofür ihr die Briefvögel braucht? Weil es ein besonderes Unterfangen ist. Schwer zu erklären. Aha. Aber es hat mit unserer verlorenen Heimat zu tun. Der Sternenstadt. Okay, er will da Briefvögel hinschicken, hm? Eure verlorene Heimat? Ja, der Ort, von dem wir Sternlinge stammen. Kennt ihr denn die Geschichten nicht? Nein. Er ist weit oben im Himmel und all die weltlichen Leiden von hier unten gibt es dort nicht. Aber dies ist kein Ort, um darüber zu reden. Es gibt Sternlingsschreiberlinge, die euch das viel besser erklären könnten als er. Okay. Der Dank der Urväter hilft mir nicht sonderlich viel. Habt ihr auch etwas Nützlicheres im Angebot? Ihr wollt Groschen. Ja, hat er. Und er hätte sie euch ohnehin gegeben, wenn die Mission erfolgreich verlaufen wäre. Ihr könnt also beruhigt sein. Okay. Oh, ich komme hier die ganze Zeit gegens Mikro. Was ist denn hier los? Hammervögel-Eier. Also in Ordnung. Aber wo soll ich sie finden? Tja, das ist der Teil, wo eure guten Augen ins Spiel kommen. Mhm. Hier in der Gegend fliegen genügend Hammervögel herum. Alles, was ihr tun müsst, ist, ihnen mit eurem Blick zu folgen, bis sie in ihrem Nest landen. Okay. Und dort findet ihr dann die Eier. Aha. Kommt einfach wieder, wenn ihr welche gefunden habt. Und habt Dank. Okay. Gestartet. Der größte Eiersucher aller Zeiten. Und? Hattet ihr schon Erfolg? Wir haben hier am Wachturm von Ark 5 Vogeleier aus der Umgebung bringen. Och je. Ah, das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, gar nicht gesehen. Eier, drückst du mich jetzt schon wieder hier irgendwo hin? Das ist ja wohl nicht wahr. Boah, jetzt kann ich es noch nicht mal mehr lesen. Gesucht im Namen des Ordens. Der Brigant Kroko hat sich zahlreicher gemeingefährlicher Verbrechen schuldig gemacht. Darunter Plünderung, vielfacher Mord und Wegelosigkeit. Ohne jegliche Rücksichtnahme auf das Wohl der Gemeinschaft. Jegliche Hinweise, die zu einer Erfassung führen werden, großzügig entlohnt. Aha, okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt kommen hier auch noch Schweine dazu! Weißt du was? Ich schnetze die... Okay, ich schnetze dich nicht. Oh, ist das Knuffi. Vor allem diese kleinen Knuffi. Was? Da ist sie. Ark. Majestätisch, nicht? Ja. Es war richtig männlich gerade, ne? Aber ich bin ja auch weiblich hier. Oh. Wir müssen hier unserem Charakter noch irgendwie zugutekommen. Glühwürmchen fangen. So. Was denn das? Was kniet der hier?
Morallas Segen. Ihr seid Kelene? Richtig? Seid ihr vor dem Krieg geflohen? Geflohen ist das falsche Wort. Ich nenne es taktische Relokalisierung. Nur ein dummer Geschäftsmann würde inmitten eines Bürgerkriegs, der während dieses Karak-Barbaren auf unser Land zusegen geführt wird, versuchen, Gewürze und Tücher an den Mann zu bringen. Aha. Was hält man in Kileh von den Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen? Nun, sie sind Blasphemie. Was denn sonst? Die Götter herrschen seit Jahrtausenden über Vin. Wer meint, man könne sie töten wie Karnickel, kann nur ein Narr sein. Okay. Könnt ihr mir etwas mehr über diesen Bürgerkrieg erzählen? Wie genau ist es dazu gekommen? Nun ja, nach den Gerüchten über die Götter haben die Ratsmitglieder wohl gedacht, es sei der richtige Zeitpunkt für Machtkämpfe untereinander. Mhm. Sehr dumm, wenn ihr mich fragt. Und sehr unwirtschaftlich. Ich bin früh genug mit meiner Familie geflohen. Aber dieser Schwachsinn hat viel zu viele ihr Leben gekostet. Viel zu viele. Ja, das glaube ich. Wissen über Innere sammeln 9 von 30. Also haben wir wieder irgendwas gekriegt. Ein Jäger. Schreitet wohl. Wie ist die Lage in der Wildnis? Ach, Verbrecher nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Es könnte sein. Herrje, wohin soll das nur führen? Auf diese verdammte Matrose ist einfach kein Verlass. Wie lange soll ich denn noch auf diese Lieferung warten? Ja, ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Okay, dankeschön. Lebt wohl. Auf Wiedersehen. Na dann wollen wir mal da rein. Und ich bin mir auch gerade nicht so sicher, wo wir hin sollen. Hm? Aber ich würde jetzt erstmal gerne die A-Quest-Tor entdeckt. Ich würde jetzt wirklich erstmal gerne die Hauptquest ein bisschen weitermachen. Oh je. Noch eine erschöpfte Seele. Seid ihr euch sicher, dass ihr so weitermachen wollt? Ich meine, so? Hä? Was für ein Problemchen denn? Erstmal fragen wir, wie meinen? Ich sehe doch ganz genau, wie ihr euch plagt. Ihr könnt ja kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen, so erschöpft seid ihr. Und eure Rüstung? Puh. Die muss doch Tonnen wiegen. Malfas sei Dank habe ich genau, was ihr braucht. Jemanden, der euch die Reise erleichtert. Ein Reittier. Und wisst ihr was? Heute ist euer Glückstag. Denn wenn ihr mir bei einem gewissen Problemchen helft, dann bekommt ihr es sogar für lau. Aha! Was für ein Problemchen denn? Gnaldalf, ein Troll. Seit jetzt gut 2 Monaten höre ich ständig dieses blutrünstige, grausame Gegrunze in der Nähe des Hofs. Die Garde sagt, ich bilde mir das nur ein, aber ich habe genug von der Welt gesehen, um Trollgeräusche zu erkennen, wenn ich sie höre. Aha. Am Anfang kam das Geräusch von hinten aus dem Wald, aber mit der Zeit ist es immer näher gekommen und ich bin mir sicher, dass er es auf meine Tiere abgesehen hat. Wie wär's also? Ihr tötet Gnaldalf für mich und im Gegenzug bekommt ihr einen meiner besten Esel umsonst, Wirbelsturm. Und glaub mir, er hält, was der Name verspricht. Das klingt ja gut. Wie kommt ein Troll bitteschön an einem Namen wie Gnaldalf? Klingelt der nichts bei euch? Gnaldalf wie Gnaldalf aus dem Märchen Der Seraph und die Bestie. Hab ich noch nicht gelesen. In Anbetracht dessen, wie furchteinflößend sein Gegrunze klingt, erschien mir der Name passend. Aber nennt ihn, wie ihr wollt. Solange ihr ihn unschädlich macht, ist mir das egal. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wie kann ich ihn finden? Das ist ziemlich leicht. Wartet einfach bis kurz nach Mitternacht. Und dann kundschaftet die Gegend aus und wartet, bis ihr von irgendwoher ein Grunzen hört. Glaubt mir, das kann man nicht überhören. Leider. Und passt auf euch auf. Die Biester sind nicht zu unterschätzen. Okay. Gnaldalf muss sterben. Bis nach Mitternacht warten und den Troll Gnaldalf in der Königsbrücke suchen. Ja, ey, du hast mir gerade erst den Auftrag gegeben. Okay, es ist 9 Uhr, es ist noch viel zu früh. So, einmal rein in Ark. Und jetzt sind wir da, wo wir schon irgendwann mal waren. In Staffel 1.
Aber wir sind noch lange noch nicht, wir sind noch nicht ganz so weit. Wir haben aber ein paar Stellen ausgekundschaftet, die wir vorher nicht ausgekundschaftet haben. Das finde ich schon mal sehr gut gelungen eigentlich. Sodala, herzlich willkommen in Arn. Wow! Ich habe noch ein wenig zu tun und würde sagen, du kommst einfach zum Marktplatz, wenn du weiter zu Großmeister Thealor Arantheal und seinen Magiern willst. Da möchte ich jetzt hin. Thealor Arantheal, der ehemalige Großmeister des Götterordens? Ich dachte, der wäre seit Jahrzehnten in Gefangenschaft. Eingebuchtet von seinem eigenen Sohn Narazul, ja. Aber vor 2,5 Jahren ist er hier wieder aufgetaucht. Aha. In Begleitung einer Handvoll Magier, die an der Seite seines Sohnes gekämpft haben. Mhm. Ulkig, ich weiß. Aber so war es. Nur, dass ich das verstehe. Der Großmeister des Götterordens kam vor 2,5 Jahren hierher, zurück in Begleitung seiner ehemaligen Erzfeinde? Richtig. Aber irgendetwas ist wohl geschehen, dass sie nun mit den ehemaligen Beschützern der Lichtgeborenen gemeinsame Sache machen. Aha. Und deshalb sind sie auch hierher zurück, wo der Orden seinen Ursprung hat. Du kannst dir vorstellen, was das für Wellen geschlagen hat. Ja. Viele Ordenshüter haben protestiert. Manche wollten die Magier gleich köpfen lassen. Aber am Ende hat sich Arantheal durchgesetzt. Gefangenschaft hin oder her. Der Mann hat sein altes Charisma nicht verloren. Mhm. Das heißt also, Narazul Arantheals Gefolge lebt nun unter einem Dach mit den Ordenshütern auf Geheiß des Großmeisters? Das ist skurril. Wem sagst du das? Aber es heißt, dass diese Zusammenarbeit viel mit dem roten Wahnsinn zu tun hat. Mhm. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Oh, da bin ich auch gespannt. Könntest du mir noch helfen, mich zurechtzufinden? Natürlich, darauf hätte ich auch selbst kommen können, verzeih. Ark teilt sich in 5 Distrikte auf, den Hafen mal ausgelassen. Das Fremdenviertel gleich hinter dem Tor hier, den Marktplatz, das Südviertel, das Adelsviertel und das Kasernenviertel, beziehungsweise der Friedhof. Mhm. Ich schätze, für dich ist erstmal der Marktplatz am interessantesten. Dort findest du Nahrungsmittel, Waffen, Rüstungen und Gemischtwaren. Für Alchemie und Magie gehst du dann am besten ins Adelsviertel. Dort gibt es auch das Theater und das Badehaus, falls du dich etwas entspannen willst. Und die Groschen dafür hast. Hab ich, bestimmt. Den Sonnentempel kann man ja schwer übersehen. Normale Bürger dürfen ihn nicht betreten und von dort oben aus regiert der Heilige Orden das Land. Mhm. Du aber wirst ihn schon bald von innen sehen, wenn mein Plan aufgeht. Tja, und dann wäre da noch die Unterstadt. Die Unterstadt klingt nach keinem schönen Ort. Ist es auch nicht. Sie ist ein Höhlensystem, direkt unter unseren Füßen. Dort leben die Armen, die Kranken, die Huren und alle anderen, die der Orden ungern auf den sauberen Straßen der Oberstadt sieht. Mhm. Kein Ort, den ich dir zu besichtigen empfehle. Es sei denn, du suchst nach zwielichtigen Dingen. Ich glaube, ich finde mich zurecht. Dann bis nachher. Bis nachher. Beendet die Lehre. Ihr seid auf Stufe 8 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Änderungspunkt erhalten. Oh je, was wollen wir denn diesmal nehmen? Lebensenergie, Ausdauer, Ich glaube, ich nehme diesmal wieder Lebensenergie. Weil Ausdauer geht eigentlich. Wobei, Ausdauer wäre eigentlich auch wichtig. Und vor allen Dingen, das bringt im Moment am meisten. Komm, wir machen diesmal Ausdauer. Jasper am Markt treffen. Innerhalb von Ark könnt ihr an Wegweisern schnell und bequem zwischen den einzelnen Distrikten hin und her reisen. Geht dafür einfach zu einem Wegweiser und interagiert mit ihm. Ach so, ich kann da einfach draufdrücken und dann bin ich da, oder was? Wollen wir mal gucken, was passiert. Das habe ich ja noch nicht ausprobiert. Marktplatz. Okay, das ist cool. Das habe ich letztes Mal gar nicht ausprobiert. Das wusste ich nicht. Jetzt singt er schon wieder. Unfassbar, wirklich unfassbar, dieser Typ. So, wollen wir mal sehen. Jasper Devarik und ich erreichten wohlbehalten Ark das Juwel des Herzlandes. Das Juwel der Herzlandes? Hä? Ich dachte gerade, ich habe total falsch gelesen, aber das steht da tatsächlich. Das Juwel des Herzlandes und die größte Stadt auf Enderal. Ich soll mich mit ihm auf dem Marktplatz treffen und wenn ich bereit bin, mein Fieber von seinen Auftraggebern untersuchen zu lassen.
Ich finde das so sympathisch, dass einfach mal was Falsches steht. So, ich würde aber sagen, wir machen das jetzt weiter und ich will das jetzt mal ausprobieren hier. Marktplatz. Das scheint ja zu funktionieren. Ey, da hätten wir uns so viel Zeit auch sparen können, ne? Oh, cool! Geht weiter. Das sind Vereine. Die tanzt. Mal fast zum Gruß. Oh. Der kann auch so spielen, ohne dass er die Gitarre in der Hand hat. Jetzt geht's weiter. Voll schön, wenn jetzt nicht die ganze Zeit noch, ich sag mal so, die Musik darüber gehen würde. Ach, guck mal, wer da ankommt. Hier kann ich schmelzen. Oh, das wird auch langsam mal Zeit. In einem Schmelzofen könnt ihr Metallbarren aus Erzen herstellen. Ich habe gerade wieder ein ganz starkes Problem. Ich höre das nämlich gerade schon wieder. Es sind gerade wieder tausende Musiktitel am Laufen gewesen. Das finde ich schön so. Ich glaube, das war letztes Mal auch nicht. So, Korundumerz haben wir 3 Stück. So machen wir jetzt einen daraus. Eisenbarren haben wir 14 Stück. Huiuiui. So. Quecksilber. Aus 2 wird einer. So. Jetzt haben wir das erstmal eingeschmolzen. Und das Erste, was ich jetzt erstmal mache, ich muss erstmal wissen, wo das nochmal war. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt geht. Gesucht. Max Schönenblutes. Deren eremische Geschlecht der Bodenburgs sucht Max Schönenblutes. Er setzte sich nach einem vorgetäuschten Tod auf Nerim nach Enderal ab und wurde bei einem Bauernhof in der Nähe des Arkerhafens gesichtet. Für seine Ergreifung wird eine Belohnung von 10.000 eremischen Goldtalern in Aussicht gestellt. 10.000? Findet Max Schönenblutes. Max Schönenblutes vor Ark suchen. Was? Wie krass ist das denn? 10.000? Apropos 10.000. Ist das das, was ich suche? Ja, das ist die Arkerbank. Da will ich nämlich rein. Ich weiß aber nicht, ob der noch arbeitet. Ich bezweifle es. Der sitzt da noch. Unglaublich. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Wollt ihr ein Goldfach eröffnen oder gar ein Eigenheim erstehen? Guten Tag, edler Herr. Was ist ein Goldfach? Ein Konto. Euer eigener Tresor in unserem Hause, den wir in eurem Namen verwalten. Mhm. Wir führen akkurat Buch über eure Einnahmen und Ausgaben. Und das Beste daran, dank unseres großmütigen Zinssatzes vermehrt sich euer Gold, je länger ihr es bei uns aufbewahrt, von alleine. Wie? Kann sich mein Gold von selbst vermehren? Das tut es natürlich nur im übertragenen Sinne. Stellt es euch einfach so vor, dass wir euch für jeden Tag, den ihr uns euer Gold anvertraut, ein kleines Geldgeschenk obendrauf legen. Als Dank für euer Vertrauen sozusagen. Aha! Und dieses Geschenk zahlt ihr aus? Was, aus eigener Tasche? Wie kann das für euch profitabel sein? Nun, das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu facilitieren, dass ihr ihn intellektuell erfassen könnt. Lasst uns lieber über etwas Erfreuliches reden, wie zum Beispiel euer Geld. Mein Geld? Erzählt mir, was ihr mit meinem Gold tut, wenn ihr wollt, dass ich es bei euch lagere.
Na schön. Wir treiben damit Handel. Was? Ihr handelt mit dem Geld eurer Kunden? Wir investieren in vielversprechende Expeditionen oder Handelsrouten zum Beispiel. Und von den Gewinnen, die diese Geschäfte abwerfen, bezahlen wir eure Zinsen und unsere Angestellten. Und jetzt schaut mich nicht so an. Von irgendetwas müssen wir ja auch leben. Und was passiert mit meinem Geld, wenn sich dieses Investitionen als Fehlentscheidung herausstellen? Banken machen keine Fehlentscheidungen. Haben euch das eure Eltern nicht beigebracht? Und jetzt genug der unnötigen Fragen und zurück zum Geschäft. Wollt ihr nun ein Goldfach eröffnen oder nicht? Banken machen keine Fehler. Also wenn ich das mal heute so sehe, ich bin nämlich von der, wenn ich das jetzt mal gerade so einbringe, Sparkasse, ich war jahrelang bei der Sparkasse, ich musste wechseln, weil sie mir das Geld aus der Tasche gezogen haben irgendwann, weil die halt diese, ja, wie soll ich sagen, das hat man ja auch so durch die Medien gesehen und da war dann immer so ein bestimmter Satz, den man monatlich zahlen musste, weil du ja angeblich die Maschinen benutzt hast und so weiter und so fort. Ich meine, okay, wenn du die mal benutzt hättest, ich habe sie so selten benutzt, da wären vielleicht mal 50 Cent oder so gewesen, aber das war ein wirklich hoher Betrag. Also, das kann man nicht mehr so sagen. Das war früher einmal. Ich will ein Goldfach bei euch eröffnen. Sehr gut. Wir brauchen 100 Groschen Startguthaben, damit sich der Aufwand für uns rentiert. Danach könnt ihr jederzeit mehr Geld einzahlen oder abheben. Okay, gut. Hier ist das Geld. 100 Groschen zahlen. Sehr schön. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier, das ist euer persönlicher Tresorschlüssel. Damit könnt ihr, falls der Tresen unbesetzt ist, auch jederzeit nachts auf euer Goldfach zugreifen. Cool. Wenn ihr etwas einzahlen wollt, legt es einfach in die Truhe oder gebt es einem der Bankiers. Ach, und falls ihr Beteiligungsscheine oder dergleichen habt, gebt sie auch einfach hier ab und wir verrechnen sie zukünftig mit euren Zinsen. Aha, das klingt ja gut. Was? Gut, hier ist das Geld. 100 Groschen zahlen. Na, Anteile an etwas eben. Einer Brauerei oder einem Tuchhandel zum Beispiel. Aber ihr scheint keine Frau der Münze zu sein, weswegen das vermutlich nicht weiter von Bedeutung für euch sein wird. Okay, naja, vielleicht ist es ja irgendwann mal soweit. Ich möchte in mein Goldfach einzahlen. Natürlich. Ui, ich habe aber viel Geld, ne? Ich glaube, ich zahle mal... Eine kluge Entscheidung. So wenig wollte ich jetzt nicht einzahlen. Oh, das ist doch doof. Hallo. Irgendwie, wie kann ich euch zu Diensten sein? Irgendwie ist das immer so, wenn ich auf die Null drücke, dann nimmt er das irgendwie als Eingabe. Ich habe keine Ahnung, warum. Natürlich. Das heißt also, jetzt muss ich 396. Eine kluge Entscheidung. So. Das heißt also, jetzt haben wir es endlich eingezahlt. Jetzt haben wir... Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Jetzt haben wir Geld bei der Bank drinne. Guten Abend. Was mich aber auch mal interessieren würde... Kann man eigentlich andere Bankfächer knacken? Benötigt einen Schlüssel. Tresorschlüsselexperte. Benötigt einen Schlüssel. Ich habe so das Gefühl, wir können tatsächlich diese ganzen Schlüssel irgendwo finden, wenn wir wissen, wem dieser Schlüssel gehört. Ich habe da so eine Vermutung und ich glaube, wir müssen tatsächlich hier mal so ein bisschen als Dieb aktiv werden. Das ist wirklich so, mal fast zum Gruß. Wie soll ich sagen, eine von meinen Wunschvorstellungen, das ist wirklich, oh, Zellentür, da ist auch was hinter, da ist Gold. Da ist jede Menge Gold und da hinten sind Bücher. Hier müssen wir aber Meister sein und das dürfen die Wachen vor allen Dingen nicht mitkriegen. Ich weiß zwar nicht, wie wir das hinkriegen wollen. Da müssen wir die irgendwie K.O. hauen oder so. Ich weiß es nicht. Das ist mein Tresor, kann das sein? Nö. Die guckt mit zu. Die sind alle leer. Da, Meister benötigt einen Schlüssel. Tresor. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Weil irgendwo ist ja auch mein Tresor. Benötigt einen Schlüssel. Experte. Tresor. Wo nichts drin ist. Tresortür. Tresortür. Meister. Tresortür.
Apropos Schlüssel. War das nicht hier hinten? Ja, Tatsache. Hier ist meins. Da sind jetzt 500 Groschen drin und hier könnte ich noch ein bisschen mehr reinpacken. Beziehungsweise ich könnte hier auch andere Sachen reinpacken, wie Gold und sowas. Das ist cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann es auch nicht mehr abschließen. Das ist ein bisschen komisch. Naja, gut. Dann wollen wir mal wieder raus hier. Ich wollte mir die Bank nochmal angucken. Aber ich glaube, wir sollten jetzt wirklich mal versuchen, so ein bisschen aktiv zu werden. Ich wüsste mal echt gerne, was so alles in diesen Tresoren so alles drinne ist. Apropos, kann ich mir denn eigentlich Eigentum kaufen? Wie viel kostet das? Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silrin und Freunde heute zu Diensten sein? Ich bin an einem Anwesen interessiert. Zeigt mir doch mal euer Angebot. Natürlich. Oh Gott. Es wäre vielleicht erstmal schön, wenn ich mir... Hä? Natürlich. Ich bin an meinem Anwesen interessiert und er macht mir hier gleich erstmal alle möglichen Baupläne auf. Was soll das? Oh, der hat hier auch ganz viele Expertenbücher. Besitz da. Besitzurkunde, Haus am Marktplatz. 1167. Das könnte ich mir fast leisten, wenn ich mal ehrlich bin. Und dann ist hier das Adelsviertel. 6484. Naja. Schreitet wohl. Und vergesst nicht, bei Silrin und Freunde ist euer Geld sicher. Überaus sicher. Was passiert denn, wenn ich das lese? Ich kann es nicht lesen. Leeres Pergament. Also wir sollten vielleicht wirklich auch mal probieren, hier einzubrechen. Das könnte ganz lustig werden. Ich bin irgendwie... Genau. Beeindruckende Waffe, und die ihr da habt. Warum ist es Malphas, der den Sonnentempel auf den Rücken trägt? Ist das nicht eine Geste der Knechtschaft? Hä? Nein, Malphas trägt den Sonnentempel, weil er auch die Menschheit trägt. Ohne die Güte und Erhabenheit der Götter wäre die Welt nämlich immer noch im Krieg. Wie nach der Verwüstung durch den Sternenfall. Ihnen verdanken wir alles. Richtig. Die Götter herrschen nicht aus Gier nach Macht heraus. Ihr oberstes Bestreben ist die Erhaltung von Frieden und Stabilität. Ganz gleich, welche Opfer es auch von ihnen fordern mag. Aha. Führ dir das Tag für Tag vor Augen, Sohn, und ehre den Pfad, den dir Malphas zugetragen hat. Nur so können wir uns für all ihre Güte erkenntlich zeigen. Doch was. Kommt und seht selbst. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese erschreitet wohl. Das hat mir mein Papa erzählt. Ja. Das könnten die ganzen Händler sein. Aber die werden ja jetzt nicht mehr arbeiten. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass sie sich jetzt dahinter stellen. Schon wieder dunkel. Mich würde mal interessieren, wer heute Abend im Nomaden spielt. Wo hab ich das nur hingetan? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich könnte ja eigentlich mal hier diese Truhe nehmen, um jetzt hier mal das ganze Eisen. Eisenerz habe ich immer noch 14. Ach, Moment. Ich will das nicht nehmen. Das ist ja alles in der Kiste. Da, 17 Eisenbarren. Jetzt werde ich schon mal um einiges leichter. Dann habe ich noch... Warte mal, ich gebe mal Barren ein. Corundum. So, und dann haben wir ja noch Quecksilber. Einzeln und Korundum. Und ich weiß nicht, ob wir auch noch Eisen? Nee. Erz. Ich guck mal nach Erz, aber da ist nichts mehr drin. Es kann sein, dass ich jetzt mittlerweile alles hier wieder raus habe. Okay. Oh, Anschlagbrett. Interagieren.
An diesem Aushängebrett werden Kopfgeld... Ja, ist ja gut. Gestartet, gesucht in Arkt. Der wegelose Bertulus, der Schlitzer, wird wegen Glimmerstaubhandel und Tempelschädigung gesucht. Er gilt als trinkfest, ist ein Wildmagier und versteckt sich vermutlich in einem Versteck von Wildmagiern im Herzland. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für sein Ableben sind 170 Enderalgroschen ausgeschrieben. Oh, das ist schon mal ein bisschen schwerer. Wir machen jetzt aber erstmal die Hauptquest weiter. Seht, wer gekommen ist. Konntest du dich zurechtfinden? Diese Stadt kann ein Labyrinth sein, wenn man sie nicht kennt. Geht. Ich bin große Städte gewöhnt. Insofern... Ach ja, du kommst aus Ostian. Hätte ich fast vergessen. Sie haben etwas Faszinierendes, diese Orte, nicht wahr? Ja. Hier kann man hoch hinaus, aber genauso tief stürzen. Und überall pulsiert das Leben. Das ist doch schön. Ja, das stimmt. Natürlich stimmt es. Hier, zieh das an und folg mir. Und ja, es ist notwendig. Vertrau mir einfach. Okay. Wir sehen etwas merkwürdig aus. Aber ich finde, bei der Frau sieht das besser aus als beim Kerl. Na los. Hoch. Weil so weit war ich ja schon mal. Beeindruckende Waffe, die ihr da habt. Ich hoffe doch sehr, dass ihr sie nur für wegestreue Zwecke einsetzt. So, und dadurch. Weil jetzt müssen wir nämlich da hochlaufen. Ich mache mir aber mal eine Fackel an, weil es hier wirklich arschendunkel ist. Und das sollten wir zumindest einmal machen. Ein bisschen Licht, dann seht ihr nämlich mehr und ich sehe auch mehr. Und muss mich nicht so anstrengen. Fackel. Madame. So viel zu tun. So, Adelsviertel also, entdeckt. Wegen dem Fieber. Normalerweise ist es so, dass sich Magiebegabte beim Orden melden und dann ein Training überstehen müssen, das sie lehrt, mit der Magie umzugehen. Der Gang zum Wasser, erlaubt, so nennen sie es. Mit ihm mindert sich das Fieber dann auf ein erträgliches Maß und der Magier wird in eine Art Register eingetragen. Aha. Es gibt angeblich auch andere Möglichkeiten, aber das mal fast kann der Auftraggeber besser erklären als ich. Okay. So, gleich sind wir da. Na, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt sind wir im Kasernenviertel. Das heißt also, wir kommen dichter. Ark ist ja eigentlich schön groß. Von daher müssen wir wirklich mal gucken. Weil, so die ganzen Schlüsse für die Bank finden, ich glaube, das wäre meine sehr schöne Aufgabe. Wobei ich mich noch nie so richtig als Dieb hier versucht habe. Dies ist heiliger Boden, Fremdländer. Ihr gehört nicht hierher. Ah ja. Finde ich ja nett, dass die einem das erzählen. Aber warum sollten sie uns aufhalten? Oh oh, jetzt geht's los. Halt, Maesir. Hinter diesem Punkt sind nur Hüter des Ordens oder Personen mit ausdrücklicher Genehmigung zugelassen. Wer seid ihr und was führt euch zu diesem heiligen Ort? Geschäfte. Ich bin Jesper Dalvarek und arbeite für die nerimesischen Magier. Ach richtig, der Söldner. Und wer ist eure Begleitung? Marigia de Luna aus Ostian, erhabene Inhaberin von de Lunas Imperium der zarten Düfte, der angesehensten Parfümerie Vins. Erzmagister Merayil beauftragte mich, sie hierher zu eskortieren. Hat er euch nicht informiert? Der Erzmagister? Aber, gut, das sieht ihm ähnlich. Ihr dürft passieren, aber zollt diesem Ort den Respekt, der ihm gebührt. Ist in Ordnung. Auch ihr, Madame de Luna. Okay. Darauf habt ihr mein Wort, schöne Frau. Hab Dank. Das war jetzt ein bisschen sehr einfach. Wow. Das sieht aber schon sehr... sehr majestätisch aus.
So. Hinein! Hinein? Geht doch. Jetzt ist ja überhaupt gar keine Musik mehr. Wo ist denn die jetzt hin? Ist die kaputt gegangen? Also, das ist merkwürdig. Ah, jetzt.